Hallo und herzlich willkommen zu Good Old TKKG 5 Verrat an TKKG. Oh mein Gott, dass ich diesen Satz nochmal sagen würde, hätte ich in meinem Leben nicht mehr gedacht. Ich habe vor Jahren TKKG Let's Plays gemacht, Teile 1 bis 4, die Teile, die ich selber in meiner Kindheit gespielt habe und auch besaß, bis auf Teil 2, aber den habe ich trotzdem immer mitgezockt. Und dann gab es halt noch Teil 5, den ich auch gespielt habe, aber der dann nicht, den habe ich nur einmal durchgespielt, nicht so wie die anderen super oft. Und ja, dann habe ich damals angefangen, auch den fünften Teil noch aufzunehmen. Und dann ist mein PC verreckt. Und genau diesen PC habe ich jetzt 6 Jahre später doch wieder zum Laufen gebracht. Und hier sind wir bei TKKG 5. Ich bin noch am Überlegen, ob ich vielleicht Teil 1 bis 4 als Re-Upload auf diesen Kanal haue. Aber jetzt gibt es erstmal Teil 5. Ich hatte gestern versucht, Teil 8 zu machen, weil ich die ISO für 5 nicht vorliegen hatte. Aber Teil 8, ein Part aufgenommen, jetzt will das Spiel nicht mehr funktionieren. Yeah, also machen wir jetzt doch Teil 5, was mir eigentlich auch ein bisschen besser gefällt. Von daher geht es los. TKKG, die Profis im Spiel. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! Sehr geil. Okay, wir sind ein neues Mitglied. Unser Name ist... Ah, viel Spaß mit mir. Bei einem Bummel durch die vorweihnachtliche Stadt haben unsere TKKG-Freunde eine neue Zoohandlung entdeckt. Eine ältere Dame tritt aus dem Laden. Gabi erkennt sie. Es ist Frau Bleibtreu, die eigentlich immer von ihrem Fox-Terrier begleitet wird. Sie sieht besorgt aus. Guten Tag, Frau Bleibtreu. Wo haben Sie den Terry gelassen? Ach, grundgütiger Gabi und Oskar. Ei, was bist du wieder für ein Feiner? Denk dir nur, mein Terry ist spurlos verschwunden. Hier vorm Geschäft hatte ich ihn neulich angebunden und als ich wieder rauskam, war er weg. Was? Hat man Ihnen den Hund etwa gestohlen? Es sieht ganz so aus. Die Verkäuferin ist eine Seele von Mensch. Sie war so nett, ein Foto von Terry ans schwarze Brett zu hängen. War die Verkäuferin an dem Tag im Geschäft, als Terry verschwand? An dem Tag war nur der Inhaber, Herr Boldewin, im Laden. Aber ihm ist nichts aufgefallen. Und wenn nun so ein gemeiner Hundehasser dahinter steckt? Das wäre schlecht. Tierquäler schrecken vor nichts zurück. Aber so schlimm muss es ja nicht gleich sein, Frau Bleibtreu. Wenn Sie Hilfe brauchen, das sind meine Freunde. Tim, Karl und Klößchen. TKKG, erinnern Sie sich? Natürlich. Jetzt erkenne ich euch wieder. Neulich stand über euch etwas in der Zeitung. Würdet ihr 4 mir alten Schachtel vielleicht unter die Arme greifen und mir helfen, Terry wiederzufinden? Aber klar, gern. Wir müssen unbedingt Herrn Boldewin vom Zooladen sprechen. Wir sollten auch mal im Tierheim nachfragen. Vielleicht ist Terry ja dort. Abgemacht! Wolltest du nicht ins Sonnenstudio, mein Schokoladenprinz? Jetzt erst recht, Prinzessin. Die Dame an der Theke dort ist genau die richtige Klatschbase, um Gerüchten über Hundeschlepper auf die Schliche zu kommen. Ihr macht mir richtig Mut. Mein Mann wird staunen, wenn er hört, dass ich für Terry so tüchtige Detektive gefunden habe. Wir drehen den Sound gut runter und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu Good Old TKKG 5. Leute, ich freue mich. Ich freue mich richtig heftig. So, muss ich nur noch meinen Ton hier richtig einstellen, damit ich selber noch was hören kann. Und wir gucken, wo können wir überall hin? Wir können hier oben hin, das ist die Tierhandlung, beziehungsweise das Tierheim oder Tierarzt, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube doch eher Tierheim. Wir können zu unserer lieben Frau, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Oh, schade, gar nicht zu den Sauerlichs. Aber wir können zum Sonnenstudio.
kein Herr Peper, kein Herr Brodonski, ey, unsere Lieblingsmenschen. Wir können in die Tierhandlung. War es das tatsächlich gerade schon? Ich glaube ja, ne? Tierhandlung, die Oma, Sonnenstudio. Da würde ich sagen, gehen wir doch erstmal hier hin. Ho, ho, ho! Eine kleine Spende für ein neues Tierheim? Ich überleg's mir. Der alte Weihnachtsmann. Entschuldigung, ist Ihnen hier vorgestern etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Wieso braucht die Stadt ein neues Tierheim? Na, wir fragen mal, ganz investigativ. Vorgestern? Nein, da stand ich ein paar Straßen weiter. Wie geil er sein Bart auch bearbeitet. Hier, der Hund auch super. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr den Mauszeiger seht. Das klappt manchmal auch nicht. Ey, der Ton ist hier gerade echt Grotte. Was ist denn das hier? Ey, meine Kopfhörer sind ein bisschen Schrott, wa? Naja. So, gehen wir mal rein. Na, so eine Überraschung. Peter Carsten alias Tim. Hallo. Was führt dich denn in den Laden? Hättest du im Internat heimlich ein paar weiße Mäuse unterm Bett oder Fische im Jungsklo? Nicht zu vergessen den Panda-Bären im Materialschrank und die Klassengiraffe, Cora. Hilfst du nicht mehr im Sonnenstudio aus? Du weißt doch, wie das so ist mit diesen Gelegenheitsjobs. Mal hier, mal da. Ach, Leute, ist das schön. So, wie immer, bevor wir irgendwas machen, werden wir hier gucken, was wir so anklicken können. Ihr habt aber ein sehr kostspieliges Fischfutter. Zu Weihnachten verschicken Leute einfach alles. Wie geil sie sich jetzt hingestellt hat, ey. Ich liebe diese Animationen, diese ruckartigen, möglichst wenig Bewegung reinbringenden Animationen, ey. Diese Spiele sind so geil billig produziert, aber sie machen so Bock und sie funktionieren einfach so gut. Was haben wir denn hier? Haben solche Suchzettel denn Erfolg? Mitunter schon. Okay, das ist eine sehr gute Information. Wo ist Piep? Wo ist Piep? Schade, dass ich hier keine Vorwahl habe, sonst würde ich doch tatsächlich nochmal anrufen, ey. Sehr, sehr interessant. So. Stimmt es, dass der alten Frau Bleibtreu der Hund gestohlen wurde? Was war hier früher eigentlich für ein Geschäft? Stimmt? Das hat sie sehr mitgenommen. Ich vermute, sie hat ihren Foxterrier einfach nicht richtig angebunden. Aber ich habe es nicht gesehen. An dem Tag war nur mein Chef im Laden. Ah, da kommen wieder diese geilen kleinen Hinweise. An dem Tag war nur mein Chef im Laden. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir an diesen Chef rankommen. Leute, und ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Ich weiß ja schon, wo wir überall noch hingehen. Und was soll ich sagen? Es ist wieder todesspannend. So, wir gehen mit Karl. Liebe Leute, gerade zur Weihnachtszeit ist geben seliger denn nehmen. Eine Spende fürs neue Tierheim gefällig? Da mache ich mich erstmal schlau. Natürlich, Karl, natürlich. Du kannst nichts, nichts kannst du einfach so hinnehmen. Haben Sie schon viel eingenommen? Kommen hier viele Leute vorbei? Auch dieses geile nach oben gehen, nochmal. Haben Sie schon viel eingenommen? Kommen hier viele Leute vorbei? Wie geht es Ihnen heute? Haben Sie schon viel eingenommen? So lala. Aber je näher Weihnachten rückt, umso freigebiger werden die Leute. Wie geil auch einfach absolut nicht die Mundanimation zu dem passt, was er sagt. Rein! 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 Guten Tag, was kann ich für dich tun? Geil! Hallo, ich schaue mich nur mal um. Oh, ich erinnere mich sogar, dass ich diesen Papagei, dass ich bestimmte Dinge, die er gesagt hat, irgendwann sogar selbst in mein Leben eingebaut habe. Es gab so einen Moment, ich weiß gar nicht mehr. Das kommt bestimmt auch noch. Dann sagt der herein. Und das habe ich zum Teil wirklich selber einfach zu Leuten gesagt. Wenn jemand geklopft hat, dann saß ich dann da und gesagt, herein. Also war aber großartig, ey. Vor allem, wenn die Leute eben TKKG auch kannten. So, hier kann ich kein Futter anklicken. Kann ich das Ding konnte man mal machen. Nee, die Kamera ging auch mal. Karl ist wohl eher uninteressant hier. Aber wir gucken mal, was hier drauf ist. Sieht aus wie eine Polaroid-Aufnahme. Kein gutes Fahndungsfoto. Das war das einzige Foto, das sein Frauchen auf die Schnelle gefunden hat. Okay. Wo ist Piep? Mich würde wirklich interessieren, wo Piep ist.
Wer braucht ein 200-Liter-Aquarium auf den Hund gekommen? Das wollen wir mal nicht hoffen, das ist ja ekelhaft. Ist es notwendig, den Laden mit einer Videokamera zu überwachen? Dürfen wirklich keine Hunde in den Laden? Ja, Junge, Videokamera. Ist es... Du glaubst gar nicht, wie viel hier gestohlen wird. Herr Buldewin, mein Chef, will die Videoüberwachungsanlage so bald wie möglich anschließen. Wieder die Idee auf... oder der Hinweis auf Herrn Buldewin. Wir müssen mit Herrn Buldewin sprechen. Mal gucken, wann er uns über die Füße läuft. Hey, da ist ja jemand, der es mit meiner Leibesfülle aufnehmen kann. Arschloch. Hohoho, wie wär's mit einem kleinen Beitrag für die Heimtiere? Nichts für ungut. Meine Familie spendet mehr, als in ihre Büchse passen würde. Alter Schwede, ey. Der Gönner ist wieder auf der Straße. Vorsicht, holt die Gucci-Taschen raus. Kommt wirklich alles Geld den Tieren zugute? Nee. Kennen Sie Frau Bleibtreu und ihren Foxterrier? Bleibtreu, so hieß sie genau. Das alte Mädchen? Klar doch. Turniert mit ihrem Mann und seinem blinden Hund durch die Gegend. Stech mir immer was in die Büchse. Freue mich jetzt schon. Egal, wo ich gerade stehe. Ich freue mich jetzt schon zu Frau Bleibtreu nach Hause, weil das war immer so geil. Das war immer halt so cool. Also tatsächlich doch, dieser Teil gehört noch zu den Good Old Sachen. Und auch der sechste noch dazu, Abteil 7, 8, 9. Die habe ich nur mal angezockt, alle. Wenn das alles irgendwie klappt, dann will ich die natürlich auch noch machen. Wie gesagt, Teil 8 werde ich nochmal von vorne beginnen müssen. Da muss ich nochmal hin und her installieren und gucken, wie das jetzt funktioniert. Das Ding stürzt mir leider momentan die ganze Zeit ab. Aber das will ich auch noch machen. Teil 10 habe ich dann mal wieder durchgespielt. Das ist ja der erste im neuen Stil. Aber ich will nicht zu viel versprechen, ey. Also wenn ihr das jetzt hier seht, dann ist Teil 5 auch fertig. Dann kommt der Rest auch hundertprozentig. Ich lade nichts hoch, was nicht fertig ist. Das heißt, wenn das hier, wenn ihr das seht, dann ist, wird Teil 5 auf jeden Fall komplett erscheinen. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Rein! Hast du dein Haustier unter der Jacke? Tut mir leid, aber du musst deinen kleinen Freund draußen lassen. Sag mal. Hä? Das ist ein Missverständnis. Ich bin nur ein dick eingemummter Schokoladenfan. Wenigstens bekommst du von Schokoherzen und Zimtsternen ordentlich was auf die Rippen. Geil. Ich kann machen, was ich will. Ich nehme einfach nicht zu. Oh nein, du bist ja auch... Ganz ehrlich, so eine Grazie bist du jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie fett, auf gar keinen Fall, aber irgendwie so ein Klappergestell bist du auch nicht. Naja, egal. Fischfutter, Vogel. Der hält bestimmt den ganzen Laden auf Trab. Ey, Klößchen ist der geilste. Die Kinder lieben es. Auch Hammer, ne? Der wird den ganzen Tag beleidigt von, oh, nicht jemand, der genauso fett ist wie ich. Oh, du musst aber dein Tier zu Hause lassen. Du bist aber ganz schön dick so, den ganzen Tag, und der ist immer noch cool. Ich liebe ihn. Ein niedlicher Racker. Finde ich auch. Racker. Racker! Ist Herr Buldewin da? Oh, das könnte interessant werden. Stimmt es, dass sogar Hunde ihre Lieblingsschokoladenmarken haben? Nee, komm, nicht wieder Klößchens Fettgeschichten. Ist Herr... Mein Chef? Ich weiß nicht, wann er wieder reinkommt. Wow, toll. Da hätte ich doch lieber über Schokoladenhunde fragen können, Hundeschokolade fragen können. Da. Komm doch näher, du himmlisches Kind. Hilf dem Weihnachtsmann und er hilft den Heimtieren. Mhm. Na, wie wär's? Gerne, Weihnachtsmann. Aber im Moment bin ich leider ziemlich blank. Er möchte das wahrscheinlich, dass du blank ziehst hier. Warum hat der Weihnachtsmann so einen dicken Sack? Weil er nur einmal im Jahr kommt, liebe Freunde. Werden die Hunde durch die Spenden größere Chancen auf Gruppenhaltung haben? Haben sie auch einen Hund? Was meinst du, warum mein Sack so prall ist? Ja. Scherzengelchen. Ich habe einen Dalmatiner zu Hause, der es gar nicht erwarten kann, dass ich nach Hause komme. Gott, ist das alles ekelhaft. Und da war's! Guten Tag. Oh, warte mal, bist du nicht die Freundin von Tim, Gabi? Stimmt. Woher kennst du ihn? Vom Sonnenstudio. Er hat mir mal dein Foto gezeigt und von deinen langen Wimpern geschwärmt. Mhm. Vom Sonnenstudio. Alles klar. Wie niedlich. Himmlisches Kind! Himmlisches Kind! Der plappert bloß nach, was er aufschnappt. Ja, Freunde, da könnte man auch mal gucken. Wenn ein Papagei nachplappert, was er aufschnappt, könnte es sein, dass... Kannst du uns bei der Suche nach Frau Bleibtreus Hund weiterhelfen? Macht dir die Arbeit mit so vielen Tieren Spaß? Nee, deswegen macht sie das den ganzen Tag. Also ehrlich,
Kannst du... TKKG. Ich finde es süß, wenn Tim Detektiv spielt. Vielleicht meldet sich jemand auf das Foto von Terry, das ich für die Bleibtreuen schwarze Brett gehängt habe. Ah, die ist so ein bisschen auf Tim, ne? Die hat so ein bisschen... Oh, süß. Ich habe ihn im Sonnenstudio getroffen. Das ist schon so eine... Kleine Tante. So, das heißt, wir haben das Sonnenstudio durch. Leute, ich muss mal eben kurz meine Nase putzen. Es geht nicht anders. Ah, so. Okay, dann gehen wir... Oh, ich will zu Frau Bleibtreu, ey. Ich muss das jetzt machen. Ah, wie sieht Hallo, das jetzt... Hallo, Tim. Kann ich dir was anbieten? Eine warme Schokolade? Ein Stückchen Stollen? Oh, ihr ja, junge bitte. Leute seid ja so dürr heutzutage. So eine richtige Oma. Danke, im Moment nicht. Geil. Hier, der ist blind, der Mann. Das, ich dachte immer, man kann das anklicken, aber das ist halt einfach nur da. Was ist denn das überhaupt? Eine Schreibmaschine oder so? Ah, Hundepfeife. Brauchen Sie die Trillerpfeife, um sich gegen Sittensträuche am Telefon zu wehren? Gott bewahre. Das ist eine harmlose Hundepfeife. So, Hundepfeife. Hat sich schon jemand auf Ihren Aushang hin gemeldet? Sind Terrier umgängliche Hunde? Hat sich... Leider nein. Vielleicht weiß mein Mann etwas Neues, wenn er nach Hause kommt. So, gibt's denn da irgendwas? Nee, ne? Nee, cool. Next. Grüß dich, mein Junge. Vor allem, wir kommen da einfach rein. Tut mir leid. Ich weiß zwar, dass Gabi dich vorgestellt hat, aber ich habe deinen Namen vergessen. Ich heiße Karl Vierstein. Ja, richtig. Warte, ich hole dir ein paar gute Spekulatius. Machen Sie sich bitte keine Umstände. Wo bleiben meine Kekse? Aber hier sind ja noch welche, zum Glück. Hier, wir wissen genau, wer gleich darauf anspringen wird. Eine Hundepfeife. Ich habe gelesen, dass sie so hohe Töne von sich gibt, dass selbst ein Mensch mit gutem Gehör sie nicht mehr wahrnehmen kann. Die Töne liegen im Ultraschallbereich und sind für Hunde gut hörbar. Noch höhere Töne als Hunde können Katzen wahrnehmen. Den Rekord halten Fledermäuse. Guck, hier ist jetzt also unser Thema Hunde natürlich, ganz klar. Ich will immer die Bilder anklicken. Ich weiß auch nicht, wieso mich das so... Doch, da ist was. Doch, ich kann das Ding ja doch anklicken. Was für eine interessante Schreibmaschine. Oh ja, auf die ist mein Mann ganz besonders stolz. Mit der Maschine kann man in Blindenschrift schreiben. Ach, guck. Das ist cool. Haben Sie noch mehr Fotos von Terry aufgehängt? Sind Terrier nicht eigentlich Jagdhunde? Haben Sie... Nein. Ich bin ja auch nicht mehr so gut zu Fuß. Ich verlasse mich auf euch und meinen Mann. Waldemar kennt eine Menge Hundebesitzer. Vielleicht weiß jemand was. Waldemar. Ist auch so ein Hundenname, ne? So, mit Herrn Klöß. Klößchen, wie schön, dass du kommst. Nimm dir ruhig etwas von den Süßigkeiten auf der Kommode. So, da lasse ich mir die das Lumpen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Nee. Danke. Ab geht die Fahrt. Aber anstatt, dass er so schlau ist und das nimmt, nein, er nimmt das. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Frau Bleibtreu. Aber mit der Schokolade von meinem Vater ist diese Marke wirklich nicht zu vergleichen. Schmeckt irgendwie komisch. Herrje, das glaube ich gern, Klößchen. Du hast Terrys bunten Teller erwischt. Hundeschokolade ist zwar nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt, aber sie schadet auch nicht. Das soll mir eine Lehre sein. Ekelhaft. Nochmal falle ich nicht drauf rein. Ach, witzig, dass man es versuchen kann. Ach, ich kann die Pfeife mitnehmen. Dann ist die Pfeife sicher auch für ihren Hund bestimmt. So eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Dann nimm sie doch mit. Als Entschädigung für die Schokostrapaze. Vielleicht hilft sie euch sogar, meinen Terry zu finden. Ja, geil. Dann, ach, Klößchen kann natürlich wieder alles anklicken. Der Sympath. Weihnachten und Schokolade. Das gehört für mich einfach zusammen. Nicht wahr, Klößchen? Wir verstehen uns. Nice. Hat Ihr Hund Terry ein besonderes Kennzeichen? Oh, interessant. Haben Sie noch mehr Haustiere? Nee, komm, wir machen das. Hat ihr... Es gibt da eine Möglichkeit, Terry auch von Weitem zu erkennen. Mein Mann hat ihm beigebracht, auf einen Pfiff mit der Hundepfeife mit dreimaligem Bellen zu antworten. Etwa so. Uh.
geil! Ist das geil! Wie sie da jetzt einfach so sitzt, so stumpf. Oh, Leute. Oh, ich kann nicht mehr. Grüß dich, Gabi. Grüß du kommst dich. Gerade rechtzeitig zum Probieren. Eben habe ich ein Blech Weihnachtsplätzchen aus dem Ofen geholt. Seit Terry fort ist, versuche ich mich irgendwie abzulenken. Danke, das ist lieb. Wenn sie abgekühlt sind, probiere ich sie gerne. Ich gehe selbst eben in die Küche. Ich... Oh, daneben nicht. Kann ich hier auch irgendwas... Lecker. Schade, dass ich von Schokolade kleine Pickel bekomme. Ja, aber das... Ach, ihr jungen Dinger von heute. Junge Dinger. Aber das ist, sind doch Kekse. Naja. Ist Ihnen, was Terry betrifft, noch etwas eingefallen? Haben Sie das örtliche Polizeirevier verständigt? Ich nehme Terry. Ist Ihnen nichts, was Terry direkt angeht? Aber eine Sache ist mir doch aufgefallen. In unserer Straße sah ich vorige Woche einige Fremde, die ihre Hunde ausführten. Sie waren sehr unfreundlich. Einige Stunden später kamen sie wieder. Die Hunde wurden dieses Mal getragen. Es schien mir, als seien die Tiere erschöpft oder verletzt. Ich habe das ungute Gefühl, dass sie zu Hundekämpfen missbraucht wurden. So, Kinder, und da haben wir natürlich unseren Plot. Ja, der geneigte Zuschauer weiß schon Bescheid. Timmy, Pimmy, komm, wir gehen ins Sonnenstudio. Hallöchen. Licht und Wärme sind genau das Richtige in dieser tristen Jahreszeit. Da will der Tim natürlich hin. Hallöle, Tim. Ach Sieht Gott. Man dich auch mal wieder? Hallo Lotti, eigentlich wollte ich so richtig auf der Sonnenbank relaxen, aber meine Lieblingskabine scheint belegt zu sein. Die 9B? Stimmt, ganz schöner Andrang heute. Geht er nicht sogar in die Klasse 9B? Kann das sein? Tut mir leid, alles belegt. Reserviert für Stammkunden. Wenn der Weihnachtsrummel vorbei ist, lasse ich die alten Schließfächer durch richtig noble ersetzen. Okay. Oh geil, hier sind ja Namen gewesen. Geil wäre es gewesen, wenn man so die alten Charaktere, die so im Hintergrund auftauchten. Wenn der wilde Wild hier zum Beispiel nochmal gewesen wäre, das wäre geil. Wie läuft das Geschäft? Hast du etwas davon gehört, dass hier in letzter Zeit Hunde gestohlen werden? Hundediebe? Echt? Wer? Wann? Wo? Oh Gott, ist die furchtbar. Ach, ich sehe schon. Du hast selbst keinen blassen Schimmer. Du willst mich bloß für TKKG einspannen. Gott, ist die nervig. Alles klar. Oh. So ein Aquarium passt hier echt gut rein. Erst dachte ich, ich komme nicht mit dem Füttern klar. Aber mein Trockenfutter Aquasnack Light hat den perfekten Dosierspender. Das klingt wie so eine Werbegeschichte. Mein neuer Trockenspender. Ey, Wahnsinn. Aber das ist doch auch das, was es im Tierladen gab. Okay. Kali Pali. Schon erstaunlich, dass so ein bisschen Sonnenbank Frühlingsgefühle wecken kann. Aber das soll lieber Tim ausprobieren. Ach guck, er will da gar nicht rein. Dann gehe ich davon aus, dass die anderen das auch nicht machen. Ein Roller. Nö, da kriegen mich keine 10 Pferde rein. Tim wird's schon machen. Das finde ich immer geil, weißt du? Dass eigentlich, also dass sich so Dinge im Hintergrund zum Teil mal verändern, die überhaupt gar nicht relevant sind. Einfach, dass man merkt, okay, da ist noch Leben in der Butz. Das finde ich gut. Neugierig bin ich ja schon. Aber ich will Tim ruhig seine kleinen Geheimnisse lassen. Was denn für Geheimnisse, Mann? Das ist ein öffentliches... Ach, ist doch egal. So, das hatten wir. Ich glaube, es fehlt uns nur noch... Es fehlt uns nur noch das Tierheim. Das machen wir jetzt noch. Wer immer du auch bist, ich habe im Moment überhaupt keine Zeit. Oh, die erinnert mich an jemanden. Ich bin Tim von TKKG, den Detektivprofis in Spee. Ich will sie auch gar nicht lange aufhalten. Ich bin Leonore Klinke, Diplombiologin. Und du wirst mich auch nicht lange aufhalten. Guten Tag. Wow, okay. Ich erinnere mich aber tatsächlich wieder dran. Das wird jetzt ein kurzer Besuch mit allen. Hat dich jemand von der Verwaltung geschickt? Ich habe doch gesagt, dass ich mich allein um alles kümmere. Ich heiße Karl und habe für eine alte Dame nach ihrem vermissten Hund gesucht. Leider Fehlanzeige. Da ich mich statt auf Schoßhündchen auf Kampfhunde spezialisiert habe, kann ich dir kaum helfen. Lass mich jetzt weiterarbeiten. Also es ist letztendlich wieder geil, weißt du, weil eigentlich soll es nur darstellen, dass das einer ist, die sehr beschäftigt ist, die ein bisschen hart drauf ist und vielleicht auf eine Fährte locken. Kampfhunde, Hundekämpfer, es ist ja alles immer so ziemlich plotmäßig gemacht.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir das nächste Mal hingehen, mit dir sprechen können. Wenn du dich an der Spendenaktion für das neue Tierheimgelände beteiligen willst, melde dich bitte in der Verwaltung. Hier hast du nichts verloren. Moment, mein Name ist Willi Sauerlich und ich... Von den spendablen Sauerlichs? Wenn deine Eltern auf eine weitere Dankesplakette aus sind, stiften sie am besten eine Parkbank. Gebäude C, dritter Stock, Abteilung Zukunftsprojekt. Gut. Ah, mein Fräulein, ich glaube, du bist hier ganz falsch mit deinem Cocker Spaniel. Ich kümmere mich um misshandelte Kampfhunde. Oh, ich bin Gabi Glockner. Mein Hund heißt Oskar. Außer, dass er auf einem Auge blind ist, fehlt ihm nichts. Naja, zum Glück kein Vergleich zu den Wunden, die ich mir Tag ein Tag aus ansehen muss. War schön, dich kennenzulernen, Oskar. Na gut, okay. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Wir waren überall einmal und beim nächsten Mal geht es weiter. Es wird spannend, es bleibt spannend und an dieser Stelle möchte ich noch einen Gruß ausrichten an den lieben Chris, den Monster Hunter for Life, der sich dieses Format so dringlichst gewünscht hat. Das mache ich halt unter anderem auch für dich, weil du da echt Bock drauf hast. Natürlich habe ich da auch unendlich Bock drauf, aber ich weiß, da wartest du schon Jahre drauf und von daher ganz liebe Grüße und macht es gut. Bis dahin. Ahoi.